Ja, bitte, Leute. Ja. Ja, ihr seht es, die Jacke ist aus Duisburg auch. Ich bin Bielefelder. Falls ihr Fragen habt später, dass ihr alle Infos habt, die ihr braucht. Ich bin der einzige Wahl-Duisburger der Welt. Du guckst gerade ein bisschen angeekelt. Ist das was Persönliches? Nein, sehr gut. Du guckst, als würdest du dir Sorgen machen. Macht euch keine Sorgen. Ich weiß, der Abstand könnte größer sein, vor allem hier. Aber ich bin mittlerweile wirklich 11-mal geimpft. Von mir geht keine Gefahr aus. Es gab in Duisburg eine Aktion pro Impfung ein Döner und da bin ich dabei. Das ist doch eindeutig, Leute. Und sprecht mehr über Corona. Es ist wirklich ein tolles Gesprächsangebot für den Einstieg. Der Eisbrecher. Vor kurzem in einem Hotel wollte ich einchecken und der Mann fragt mich, guten Abend, Ihr Name bitte. Ich so, ja, hallo, ich heiße Johannes Schulte, aber seit der Impfung sehe ich anders aus. Und der hat mir geglaubt. Der war blond, hieß Ahmed. Ja, so ist das. Sehr schön. Aber ihr versteht mich. Das war jetzt der Verständnistest. Das freut mich sehr gut. Weil ich habe wirklich gemerkt, deutsche Sprache ist nicht ohne. Also hier geboren hilft da überhaupt nicht. Ich bin hier geboren. Also nicht hier, sondern in Deutschland. Und es gibt viele Sätze, die muss ich zweimal hören, bis ich die verstehe. Vor kurzem sagte einer, jetzt beeil dich doch mal langsam. War ich ein bisschen durcheinander. So, ja, ich bin ich doch schon. Das mache ich doch gerade. Oder mein Lieblingsbeispiel für schwere deutsche Sprache, Brötchen. Was sagt ihr hier? Schrippe. Schrippe. Berlin sagt Schrippe. Es passt zum Klischee-Charakter der Stadt. Schrippe, leicht aggressive Grundstimmung, passt. Es passt zu Berlin, Schrippe. Wir sagen Brötchen in Bielefeld, ist langweilig, aber man versteht uns. Sehr schön finde ich Hamburg. Die sagen Rundstück. Die sagen wirklich Rundstück. Wo man sich wirklich fragen kann, wie wenig Bock kann eine Marketingabteilung haben? Nach dem Motto, Freunde, wir haben das Produkt fertig. Es ist ein Stück. Es ist rund. Aber es fehlt leider noch eine Bezeichnung. Ideen. Jochen, ja bitte? Ich würde sagen, Rundstück. Super, das nehmen wir. Das ist toll, ich muss los. Wo ist die Tür? Das Rechteck ist drüben. Da müssen Sie hin. Sehr schön. Die Bayern sagen Semmel. Das ist einer meiner Lieblinge. Semmel hat einen schönen Klang. Dieses Doppel-M macht das so schön wuchtig. Leider muss man aber als Marokkaner, und man weiß es als Marokkaner auch, hat Semmel leider noch eine andere Bedeutung im Marokkanischen. Es ist die herablassende Version für schwul. Also nicht 1:1 Übersetzung, sondern schon die herablassende Version. Und das sollte man sich als Marokkaner immer vor Augen führen, wenn man mit seinem Vater in die Bäckerei möchte. Das ist mir einmal nur passiert und es gab komische Blicke, überforderte Blicke vor allem. Wir waren da bei der Bäckerei, mein Vater nimmt sich einen Kaffee, schwarz, ohne Milch und ohne Zucker. Und ich schaue mir die ganzen Dinge an und bin überfordert, weil ich liebe alles daran und die Verkäuferin will helfen. Für sie vielleicht die Semmel? Mein Vater, fast am Kaffee erstickt, schaut uns beide an, was ist hier los? Warum kann sie Marokkanisch und was meint sie? Und da war nur eine Semmel. Ich so, nein, das letzte Stück nehme ich sehr ungern. Und sie will mich motivieren. Wenn Sie Zeit haben, bleiben Sie hier. In 10 Minuten haben wir auch warme Semmeln. Es war dann eine Rückfahrt mit sehr viel Erklärungsbedarf. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, Fragen zu stellen, keine Angst haben, in Fettnäpfchen zu treten. Jede Frage ist erlaubt oder fast jede. Ich habe vor kurzem zum Beispiel 2 arabische Flüchtlinge kennengelernt aus dem, ich glaube, Irak, ich weiß es nicht. Und die sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich finde das krass. Ich bin hier geboren, ich habe noch nie in Erwägung gezogen, bei der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen. Und die machen das einfach. Das kann man natürlich sagen, wow, perfektes Beispiel für Integration. Man kann aber auch sagen, gut, wenn man in Deutschland im Flüchtlingsheim wohnt, sollte man wissen, wie man Feuer löscht. Es ist also eine ganz pragmatische Erwägung für die Berufswahl, muss man einfach so sagen. Ich habe mir auch schon Fragen gestellt, welche Jobs kommen für mich in Frage? Letztes Jahr vor allem beim 37. Lockdown. Darf man jemals wieder auf die Bühne? Ja, nein. Ich habe mir wirklich Fragen gestellt, welche Jobs kannst du machen? Ich habe viele Mails von Freunden bekommen. Die schönste Mail kam von Ali, werd doch Türsteher, Mann. Du hast so ein bisschen Türsteher-Ausstrahlung. Der schreibt so, wie er schreibt und wie er auch redet. Ich so, nein, das mache ich ungern, weil es ist nicht der einfachste Beruf. Ich habe aber schon hier und da gemerkt, dass ich hier und da für einen Türsteher gehalten werde. Ich war noch einmal in Hamburg, ich war in so einem Café. Bis 23 Uhr war es ein Café, ab 23 Uhr wurde es ein Club. Es wurde dunkler, die Musik wurde lauter, die Menschen frecher. Ich ging raus, frisch Luft schnappen, stand vor der Tür, habe am Handy rumgefummelt und irgendwann merke ich im Blickwinkel, wie ganz viele Frauen an mir vorbeigehen und jedes Mal ihre Handtasche aufmachen und mich reingucken lassen. Das hat mich echt überfordert, die ersten Sekunden. Was soll das? Warum machen die das jetzt? Dann dachte ich mir, haben Marokkaner in Hamburg so einen schlechten Ruf, dass die Polizei sagt, ihr müsst mit denen kooperieren, nach dem Motto, die gehen auch nicht vorbei, wir haben einen Deal mit denen vereinbart, ihr macht die Handtasche auf, der sucht sich was aus, ihr dürft weitergehen. Aber die Erklärung war viel einfacher und naheliegender. Da war eine Tür, da war eine Lederjacke und ich, die haben mich für einen Türsteher gehalten und ich dachte mir, wenn das so ist, dann mache ich den Spaß halt mit. Und dann habe ich eine halbe Stunde ehrenamtlich getürstehert. Und da waren wirklich sehr viele schöne Gespräche. Das schönste Gespräch, das war eine Fünfergruppe, 4 Mädchen, ein Junge, alle sahen gut aus. Der Junge richtig stolz, alleine mit 4 Mädchen, da kommt man immer rein, an dem Tag nicht.
Und um kurz vor 12, als ich richtig Spaß hatte, kam dann der echte Türsteher, der arbeiten wollte, hat mich auf dem Hocker gesehen, hat dann so gemacht nach dem Motto, weg da, ist mein Platz. Ich bin aufgestanden, wollte rein und er sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Das ist wirklich eins zu eins so passiert. Ich fand es gar nicht schlimm, weil ich war lang genug in dem Laden. Und ich dachte mir, gut, da ich jetzt eh nicht rein möchte, kann ich auch ganz offen sein. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, ja, akzeptiere ich, aber ich würde gerne wissen, wenn ich hier rein wollen würde, unbedingt, warum dürfte ich jetzt nicht rein? Und das war wirklich die falsche Frage, muss ich sagen, weil es kam die krasseste Abfuhr des Jahres. Der schaut mich an, von unten bis oben und sagt, wenn ich dich reinlasse, muss ich alle reinlassen. Dankeschön, das war's von mir. Haut rein, alles Gute. Ciao, ciao. Hallo, na? Hier ist eine Endcard. Das kennt ihr, oder? Also, was soll das immer? Das ist, ja, wisst ihr doch, das wäre gut, wenn ihr da mal, das ist super witzig wahrscheinlich, das Video. Und das ist auch super witzig. Da guckt ihr mal besser beides. Dann. Und hier abonnieren. So, und dann habt ihr auch schon auch mal was zurückgegeben. Danke.